So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zu Saints Row The Third. Ich kann das nicht richtig aussprechen, das soll uns aber auch egal sein. So, wir machen jetzt mal ein bisschen mal wieder weiter. Es ist schon ein bisschen länger her, seit ich die aufgenommen habe und das tut mir auch ehrlich gesagt sehr leid. Ich muss mich jetzt ehrlich gesagt auch wieder, wieder ein bisschen einfinden. Wo war nochmal? Scheiße, wo war nochmal das? Oh. Damit. Ich suche gerade das. Ah, ich habe gerade das Waffenrad gesucht. So, auf jeden Fall, wir machen weiter. Und ihr habt mir auch gesagt, hey, du hast auf deinem Handy, das du gerade nicht findest. Mann! Ich bin gerade so blöd. Auf deinem Handy hast du... Ja, Schnauze, wo ist das Handy auf welcher Taste? Back da. Du kannst Bargeld abheben, genau. Ich habe nämlich Geld bekommen und, ja, ich wäre selten dämlich, wenn ich das nicht mitnehmen sollte, ne? Ja. Hab ich jetzt überhaupt genommen? Ja, okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal raus aus unserem Schnieken. Naja, Schnieke ist jetzt was anderes, aber aus unserem Novizier, wo unsere geilen... Mahan! Ich drücke mal die falsche Taste, so. Wo unsere geilen Schnieken-Chicks rumstehen. Unsere Chicks sind alle schniekegeil. Genau, wie ich schniekegeil bin. Und wir machen dann mal die nächste Mission. Wir haben mal wieder eine bekommen. Das ist... Ich muss mich erst wieder ein bisschen reinfinden, das Spiel. Pierce heißt natürlich für Piercing. Das belgische Problem. Okay. Pierce, we've waited long enough. Now we go for Loren. It won't be easy. That whole tower's gotta be crawling with Morningstar. Since when have we done things the easy way? True. So what's the plan? Kill everyone we see and find Loren? Makes sense. Meet me at the penthouse. I'll call Shandi. Shandi, it's time. Just tell me where to be. We're meeting at the penthouse. I am gonna kill that son of a bitch. Don't worry. You won't get away this time. You bet your ass he won't. Gute Einstellung, Jungs. Meine Karre, ich will ein Auto. Ich brauche ein Auto, weil in meiner Garage steht keins. Das ist natürlich ungünstig. Zack. Ja, die nehmen wir gerne mit, meine Tusse. Ist auch nicht meine Tusse, sondern die Tusse von meiner Gang. Also doch meine Tusse. Ist meine Tusse, ja, ist meine Tusse. Nehmen wir jetzt so. So, die Musik ist immer noch am besten. Hauptquartier des Saints. Es gibt jetzt wieder ein bisschen Backenfutter für diesen scheiß Belgier, der unseren ehemaligen Anführer auf die Gewissen hat. Du sollst dich ein paar Waffeln backen. Ich zitiere nur die epischen Sprüche unseres ehemaligen Anführers. Nicht, dass ich auf so ein Niveau herunterfahren würde und Belgier direkt mit Waffeln gleichsetzen. Okay, würde ich doch, aber das hat damit nichts zu tun. Karre hat kein Nitro, das ist doch scheiße. Ich muss hier gerade wieder mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Wow! Jo. Die Mauer, beziehungsweise der Zaun ist weg. Aber hey, gehört mir ja nicht. Ich brauche mich ja nicht rumkehren. Denke ich mal. Da solltet ihr nicht stehen. Dafür kann ich nichts fühlen. Ich stand mit auf der Straße. Das ist ja nicht mein Problem. Oh. Gegner, nicht gut. Saints Hauptquartier. Bitch, da sind wir. Ganz elegant vorgefahren, wie das halt von mir gewohnt ist. Dass ich mit purer Eleganz hier rumfahre. Ach, doch, so dezente Waffen. Alter. That's a little big for you. Give me the goddamn gun, Pierce. Okay. Hey, let's give that motherfucker what's coming to him. Nichts geht gegen Slow-Mo. Slow-Mo macht alles geiler und besser. Erst recht sowas. Jetzt wäre richtig geil gewesen, hätte in so eine Slow-Mo gegangen und im Hintergrund wäre alles ganz normal weitergelaufen. Es hat richtig Style gehabt, aber naja, es ist wirklich Slow-Mo gewesen. Das war wirklich Slow-Mo. You sure you want to do this, Shandi? Don't worry about me. I need this. Loren has to pay for what he did and I want to be there when he gets what he deserves. No worries, girl. We're not stopping with Loren. We're taking out his whole fucking syndicate. I think we'll need to do a little more than kill one guy to do that. We didn't steal that bomb for nothing. Wo war nochmal Nitro? Ups, das war die falsche Taste. Come on, he's a criminal mastermind. Entschuldigung. He's gotta be on the top floor. It's like a rule. You think he's gonna be that cliche? Doesn't matter. We're killing everyone in there. Ich habe gerade das Nitro gesucht. Ich weiß gerade die Taste nicht mehr. Stick war es, ein Stick drücken? Whoa. Gut, er hat kein Nitro. Schade. Okay, dann wollen wir nochmal dahin. Shawnee will ihm besonders viel aufs Maul geben, habe ich das Gefühl, aber die will grundsätzlich auf jeden Fall jedem aufs Maul geben. How long is it gonna take us to get there? I was just asking. Save it for Lorenz Goons.
Wir sollten die Munition sparen, Jungs. Nicht schon für alles andere. Ich meine Mädels und Jungs. Als hier schon während der Fahrt drauf zu ballern. Und ich hoffe, die Special-Effekte, die ich eingebaut habe, nämlich einen kläffenden Hund im Hintergrund, den habe ich mir gedacht, komm, mach's ein bisschen realistischer, das Spiel. Kommt doch viel geiler rüber, finde ich. Es macht doch eine geilere Atmosphäre, die ich nicht geplant hatte eigentlich. Aber gut. Ja, ich bin immer wieder in voller Überraschung. Ich weiß selber nicht, was ich als nächstes tue. Aber ist echt so Johnny, wie jedem, den wir finden, als erstes aufs Maul geben. Lass sie mir über, ich will. Die ist voll Ego. Ich will auch mal. Weg da. They ain't fucking around here. So, wir sollten uns mal eine. Haha, wir hätten mal Muni holen sollen, ne? Scheiße, naja. Werden wir auch so schaffen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Dammit. War ich nicht. Ich hätte auch mal Waffen-Upgrades oder so machen sollen, aber gut. Das können wir ja eigentlich nur im Waffenshop, aber. Zu spät. Tja, Pech gehabt. Wenn ich halt sowas nicht vorher überdenke, muss ich halt jetzt mit den Konsequenzen leben. Und die sind halt, dass ich ziemlich aufs Maul kriegen werde. Aber gut, wir kriegen es auch mit der Pistole hier geregelt. Ist gar kein Ding für mich. Weil ich bin hier der Overskiller und so. Man kennt das ja. Ich bin ja voll übergut. Man kennt das ja. Oh. Mein Controller ist ausgegangen. Ganz schlecht mitten im Kampf. Und ein Leck hatten wir auch noch. Geil. Sag mal. Okay, ich mache eine kurze Unterbrechung, weil mein Controller geht gerade auch immer aus. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder back mit vollem Controller auch. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen weiter killen, hoffe ich mal. Ich habe gerade die Batterien vom anderen Xbox-Controller genommen. Die waren kurz cool, auch leer geworden. Jetzt habe ich vom Wii-Controller genommen, die geben wenigstens. Aber naja. Oh, oh. Ah. Wow. Wie werfe ich nochmal eine Granate? Scheiße! Ach so, okay. Hallo! Lecker Granate! Zum Frühstück! Bäm! Nee, war auch nicht überraschend, dass er die zum Frühstück bekommen hat. Abendessen ist die Granate echt schlecht für den Magen. Nicht meine Schlampen! Ich meine Frauen. Ach, Klappe, da ist nur noch ein Typ. Also komm. Könntest du mal bitte weggehen, danke. Ach, die Bombenshop. Ach so, okay. Bomb setting, the clock's ticking. Why didn't we wait to do that until after we kill Loren? That's a really good question. We should move. Schön, dass wir erst immer was machen und dann denken. Ich find's super, unsere Strategie als Gang ist gut. Erst tun und dann denken. Hat schon immer geholfen. Oh, shit. Shit. Don't fuck with the Saints. Genau, gute Einstellung. Sehe ich genauso. Hallo? Ja genau, die Pistole macht mehr Damage als die Shotgun, Allschlecken. Danke, Shondi. Belohne dich dafür später. Du weißt wie. Oh, scheiße, da ist ein Sniper. Sollte nicht so einfach so wild reinrennen. Wo ist er denn? Bam! Ja, wer ist jetzt der bessere Sniper? Hoppa. Bam! Dumme Kuh! Dir gefallen meine Schuhe nicht, nimm das! Ja. Muss ja die Frauen hier ein bisschen ansprechen vom Thema. Komm her. Nee, niemand. Wie jetzt? Wo ist denn der? Über uns. Makes sense to me. What? Okay, maybe makes sense was too strong.
Oh, 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 aua, 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 aua. What should we call these guys? Who cares? They're blowing up at the rest of this place. How about bricks? They hit like they're made of the stuff. Bricks? Really? All right. What would you call them? John! You ain't getting how this works, are you? Wieso sollen wir diesen Klonen überhaupt einen Namen geben? Alter, haben wir im Kampf nichts Besseres zu tun, als irgendwelchen Klonen einen nachher kommen. Das sind meine Mitglieder. Ich glaube, ich brauche nicht fragen über Logik und, ne? Komm, wir nehmen mal eine Shotgun. Aus der Entfernung ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Nimm das. Und das. Ey! Boah, ist die auf Distanz überhaupt Shit vom Schaden? Das gibt's ja gar nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Nö, 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 nö. Könnt ihr euch um. Jesus. Oh oh. Was hat denn der Feines? Oh, Flammenwerfer. Ja, du bist ja ein Süßer. Oh. Das war's. Hehe, ein Escherer. Na kommt. Wo ist denn da noch jemand? Hä? Komm, Süße. Oh. Huhuhu. Ja, ist nicht genauso. So, dann wollen wir mal, naja, versuchen zu rennen. Es ist sowas in der Richtung. Können wir es, denke ich mal, nennen. Aber werden, denke ich, noch ein paar Gebäude kaufen. Erstmal nächstes Mal auch noch, weil, naja, das bringt uns ja ordentlich Asche. Wir brauchen Asche, um Sachen zu verbessern. Ich will auf jeden Fall meine Pistole auch noch verbessern, da die noch aktuell nicht so gut ist. Wow! Zumindest nicht so, wie ich sie gerne hätte. Son of a bitch! Brenne! Du auch! Oh, das war's schon. Das ging jetzt mal schnell, wir sind ja ziemlich durchgerauscht, ne? Aber gut, das liegt an meinem atemberaubt können. Ja, Ironie off. Gut, dass das zensiert ist. Ich wollte das auch gar nicht sehen. Philipp likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me, it did not end well. What could he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. You want some clothes, man? No time. Komm, bitte zieh. Man, like I said, last time a big naked dude. Zieh dir doch bitte was an, ey. Das ist doch hier. So kann man doch keinen Krieg führen. This elevator will take us to the offices. Aha. Ja, ich werde erstmal meine Waffen verbessern, nicht so andere Sachen. Weil ich finde, erstmal so eine doppelte Pistole oder so, was ich auch vergessen habe beim letzten Mal zu kaufen und diesmal auch, ist, glaube ich, etwas sinnvoller. Follow me to Philip's office. Seriously, man, you know, if you want, I can find you like a curtain or something for you, you know? The human body is nothing to be ashamed of, unless you have insecurities. I'm good. Hey, man, you got a name? My name is Oleg Kirillov. So, what did you do before you were a glorified pincushion? I think it's best for our friendship I never elaborate. Just know that the enemy of your enemy is your friend. As long as you oppose the Syndicate, you have nothing to fear from me. Works for me. Welcome to the Saints. Was ballert ihr denn jetzt gerade bitte? Ich sollte nicht auf die Zivilisten ballern, weil ich sie anflammiere. Wow, 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 ganz ruhig, Oleg, ganz ruhig jetzt hier. Da ragt aber einer gerade. Hat er wieder eine Runde Counter-Strike verloren? Ja, da gibt's direkt Rage Quit, ich weiß. Ja, Oleg, ich verstehe das. Da reißt man sich auch gerne mal die Kleidung vom Leib. Lorenz's office is this way. Boah, was für ein scheiß Aiming wir haben, ehrlich. There's an express elevator to the basement. There's no way to catch him. Fuck that. Knock this thing loose!
I'm gonna crush that son of a bitch. Leave it to me. I've got this one. Hurry it up, he's getting away. Was bringt es das, dass wir jetzt hier dranhängen? Ich wollte nur mal aus der Reste fragen. Waha. Aua, 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 zu viele, ey, hallo. Vor allem, wir haben wieder unendlich Muni, was ich ja sowieso geil finde. Wow, 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 wow. Oh shit. Nein, 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 Kollege. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du bist scheiße, du bist scheiße, du. Oh, oh. Tschüss. Komm. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Komm, bitte. Also nicht, dass ich das wollte, aber es wäre cool. Okay. Ziel erreicht. Finde ich cool. Wo die Kugel jetzt drin läuft, möchte ich gar nicht wissen. Ach, ich jag's trotzdem in die Luft, ich weiß. Dauer, Geldbonus. Komm, ich will Respektbonus. Ich will in die Luft jagen. Ich will. Hallo, okay. Allein, was lustiger ist. Achso, wir können es selber behalten. Scheiße, nein! Dammit. Ich Idiot. Warum sagt mir was nicht vorher, bevor ich die Bombe zünde? Time we went back home and buried Johnny. Das belgische Problem geschafft. Du hast deine Basis zerstört, die du eigentlich haben hättest können, aber das haben die alles zu spät gesagt, wenn du auf Bombe gedrückt hast. Fickt euch. 6000. Ja, Respekt. So, da bin ich wieder, weil mich ein nettes Programm wieder auf den Desktop geballert hat. Und naja, außer das ist jetzt hier gerade nichts passiert. Waffe SC-Prozessor. Mit dem SC-Prozessor kannst du Zivilfahrzeuge fernsteuern. Er ist jetzt in Waffenlage, dann ist Suizid verfügbar. Begleiter Oleg. Du findest Oleg im Telefonmenü deines Handys. Er hilft den Saints bei Kämpfen. Bonus Respekt. Für die Zerstörung des Morgensternhauptquartiers erhältst du 10% auf den gesamtverdienten Respekt. Ist ja cool. Wir haben jetzt wir können Autos fernsteuern. Das finde ich lustig. Ich will das gerne mal ausprobieren. Stillwater. Richard Hughes Hucks Gedächtnisbrücke. When I left Stillwater for the Senate, I vowed never to forget my hometown roots. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor him with this bridge. Ecta. Yo. Aua, nein, und tschüss. Ja, gutes Wasser, das haben sie überlebt höchstwahrscheinlich. Hoffe ich mal. Time nicht. For the high spot, boys. Oh. Hast du mal was Schönes da? Oh, da haben aber mehrere Leute was Schönes. Kleinsäcke. Eigentor. Oh, 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 oh. Au. Trefft uns eh nicht. Komm. Wir sind die Helden. So viel dazu. Helden können nicht getroffen werden. Die können nicht sterben. Nee, wir kriegen nur eine Rakete in die Fresse. Und haben eine Brücke, die gerade frisch eingeweiht ist, komplett zerlegt. Auch gut. Whoever this crew is, they flow pretty damn good. They're Killbane's thugs. Kill who? He's the Syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral, that's over the fucking limit. He doesn't care about the rules of engagement. No rules? I can work with that. You're not ready to fight the Syndicate. Watch us. Just relax, Shandy. All right, big man, what do you got? There are others who hate the Syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? On my husband's bridge!
No, 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 I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. Jetzt haben wir noch eine Politikerin, die gegen uns ist. Ja, ganz toll. Okay, das ist ja eigentlich normal. Politiker sind eigentlich grundsätzlich gegen die Zivilisten, also, hey, es hat sich nichts geändert. Alright, who's first? Picking up a girl named Kinsey Kensington. The Deckers are holding her on a barge on the river. What's her deal? Oleg said she was with the FBI. The fuck you say? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty fet. Aw, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm not saying. I'm just saying. I'm not jealous. Who said jealous? That's all on you, girl? Oh my god. Flirt later. Why was Kinsey booted? Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the syndicate, so the Deckers set her up for a fall. Ugh. I hope she's worth the hassle. Only one way to find out. We gotta get on that barge. Was ein Zickenkrieg, da beschwert sich die eine schon wieder. Nee, 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 ich will die aber nicht. Ich heiße. Boah, Tussi. Ich wollte hier eigentlich noch gar nichts verbessern. Grund ist halt, dass ich erstmal, wie heißt es, erstmal, Geld abheben will. Das genau das wollte ich. Und, dass ich ja für meine Waffenverbesserung erstmal sparen will. Da wir das erstmal machen müssen. So, ich kann auch noch gar nichts Aktuelles anderes machen, ne? Ach, hier sehe ich dann die Stadtübernahme. Aha, Morgenstern habe ich gerade mal 16% insgesamt von den ganzen Sachen eingenommen. Da müssen wir noch ein bisschen was nachmachen, ne? Da, jetzt sind wir aktuell hier, aber da fahren wir, denke ich mal, hier rüber wieder. Ja, das ist aber ein ganz großer Teil hier. Okay, gut, dann werden wir jetzt mal in das Boot da steigen. Wir sind alle drin gut. Und go! Mit schöner Musik, bitte. Ja, danke. Oh, was geht denn da drüben für Party ab? Ich will doch zur Party! So, erst müssen wir hier vorne zur Party. Dann können wir da hinten zur Party, weil da hinten ist mehr Party. Wir fahren gerade auf dem Schiff zu. Ist das richtig? Oh ja, ist es. Bam! Aber wir sollen hinten drauf. Okay, ich hab's verstanden. Hinten ist, glaube ich, hinten kann man, glaube ich, nicht mal drauf fahren, oder? Aua, 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 aua. Oder? Ja, kann man. Okay. Uhu, Hallöchen. Oh. Was seid ihr denn für Freaks? Willkommen bei Tron. Seriously, Neo Cyberpunk Fashion was so 3 years ago. What? Yeah, focus on finding the Fed. Ja, ey, das ist voll 3 Jahre alt, ey. Das kann man überhaupt nicht mehr tragen, Jungs hier. Mein Gott, kein Modegeschmack, die Gangster hier. Hallo. Arschlecken. Und bam. 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 Double Headshot. Bitch. Hier. Ja, get to cover. Gute Idee. Ah, hab ich denn für eine Waffe aktuell? Ja, warum hab ich wirklich für nix Muni? Wundert mich zu wissen, ehrlich gesagt. Ja, ich sollte mir mal Muni kaufen, aber wann denn bitte? Jetzt habe ich aktuell keine Zeit dazu gehabt. Aktuell habe ich ja keine Zeit dazu gehabt, weil ich ja bisher von Cutscene zu Cutscene oder von Szene zu Szene gebracht werde. Da kann man ja nicht mehr Grundwort machen. Ich bin also nicht schuld. So. Alter. Wo bist du, du Stück?